Hallo liebe Ditto, du Freunde. Herzlich willkommen zu diesem Video. Die Momente, die ich durch das Musikspielen im Leben erfahren durfte, interessante Situationen, Menschen, die ich kennenlernen durfte, Erfahrungen, die ich machen konnte, möchte ich niemals missen und einen der schönsten Momente möchte ich hier teilen. Genau genommen war dieser Moment fast einen ganzen Tag lang, als ich Robert Bob Moog kennenlernen durfte und mit ihm meinen Tag verbringen konnte. Was viele vielleicht nicht wissen, ich habe vor dem Jahr 2000, wo ich begann mit Ditch-Spielen, schon 20 Jahre Musik gemacht und habe in der Synthesizer-Musik, elektronischen Musik, versucht, meinen Teil vom Kuchen von Ruhm und Erfolg zu bekommen. War ja auch durchaus ein bisschen weit gekommen damit. Ja, also ich war ein guter Kunde bei einem Synthesizer-Shop in Nürnberg, bei Nürnberg, und dessen Besitzer war ein guter Freund von mir. Und er sagte mir, Bob kommt nach Deutschland, der Erfinder des Synthesizers. Und ich war sehr aufgeregt, wollte ihn wirklich gerne kennenlernen und hatte dann die Idee, wie wäre es, wenn ich ein Konzert für ihn gebe. Und der Besitzer war einverstanden, fand das eine gute Idee. An dem Tag, als Bob dann nach Nürnberg kam, in den Laden, fuhr ich also hin mit meinem ganzen Equipment, vielen Synthesizern und stieg aus dem Auto aus. Und wer kam mir entgegen, die Treppe runter? Allerdings nicht direkt zu mir, er wollte bloß die Treppe runter. Bob. Also begrüßte ich ihn herzlich und nachher hatten wir auch die Gelegenheit, ein bisschen zu sprechen. Ein guter Freund von mir fuhr auch mit, einer, der in meiner Band, in meiner Techno-Band Synthesizer spielte und programmierte, der wollte auch Bob kennenlernen. Und dann hatte ich die Idee, hey, lass uns ein Interview machen mit Bob, das kriegen wir nie wieder die Chance. Und filme es. Ich hatte nämlich eine VHS-Kamera dabei, das war lange vor Smartphones. Mein Gott, wie lange wird das her sein? 20 Jahre mindestens. Ja. Und ja, dann bat ich also meinen jungen Freund, kannst du das filmen? Und er sagte, okay. Und ich setzte, nein, wir standen, Bob und ich, wir standen. Und ich fing an, ihn so zu interviewen. Und er war auch einverstanden damit, auch mit dem Filmen. Und ich sah so aus dem Augenwinkel, dass mein junger Mitspieler, er filmte nicht. Er ließ die Kamera sinken. Und ich wurde fast ein bisschen sauer, wollte es aber nicht zeigen und sagte ihm, was machst du denn? Und ich kann das nicht, es geht nicht. Mir fällt jetzt nur das englische Wort embarrassing ein, irgendwie demütigend oder so, das kann ich nicht machen. Und ich dachte mir, shit, und hob die Kamera hoch mit seinen Händen noch dran und sagte ihm, du filmst jetzt bitte. Und er ließ sie wieder sinken und ich stelle die nächste Frage an Herrn Moog und halte so mit einer Hand die Kamera hoch und führe mein Interview. Bob hat sich wahrscheinlich gedacht, mein Gott, was für Idioten. Aber Bob war sehr nett und später am Tag habe ich dann alles aufgebaut und ein kleines Konzert für ihn gespielt. Und der Höhepunkt dieser ganz tollen Momente war, dass er auf die Bühne kam und meinen Memory Moog, einen sehr schönen Synthesizer, den ich damals hatte, signierte. Große Momente des Lebens, besonders dieser Moment des Signierens, und es hatte ihm gefallen, das Konzert. Was will man mehr? Dann wünsche ich euch auch sehr schöne Momente durch Musikspielen. Da sind viele. Und ein paar teile ich in den nächsten Videos. Tschüss.